schönes Bild. So, jetzt zeige ich euch mal die heiligen Hallen, wo wir EA Sports übertragen. Ja, noch lacht er, noch lacht er. So, da sieht man dann theoretisch gleich den Tonausschlag, ne? Ja. Wenn ich nachher spreche. Ja, Können ja vorher, nachher aufnehmen. Vorher, nachher. So, da ist jetzt, das ist die heilige Tonkabine. Hier sitzt der Buschi und hier sitzt der Manni. Das ist der Monitor, auf dem wir was sehen. Und genau das, was ihr jetzt seht. Schwarz. Ja, für die Vertonung vom FIFA 14 Spiel sieht man nichts. Das habe ich euch schon 100 Mal erklärt. Ihr wollt es nicht glauben. Das ist übrigens eine Lampe. So, ja, da ist mein Headset, mit dem ich das gleich einspreche. Und hier kommen die Zettel. Und jetzt könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist tatsächlich, ich guck mal, wo ein Part für mich ist. Ich bin das C für Color Commentator. So, kann man da jetzt irgendwas lesen? Ich versuche mal ranzugehen. So, das sind dann wirklich genau die Textpassagen, die ich dann so vortrage auf Schwarzbild. Ja? Nur damit ihr mal einen Eindruck habt. Und das ist wirklich die Tonkabine hier. Nochmal, der Monitor ist immer schwarz. Weil wir sehen keine Spielszenen. Ja? Da ist der Kontakt nach draußen. Da wird immer nur gesoffen, aber nur Kaffee und Wasser. So, und das hier ist dann, wie gesagt, einmal rum, schwarzer Molton. Das ist die Tonkabine. Ja? Und wie gesagt, von diesen Zetteln lese ich jetzt heute, oder formuliere das ein bisschen um, die nächsten Dinge, die ich einspreche für FIFA 14. So, ist das auch mal geklärt. Ja? Wie gesagt, das hier ist Headset mit Mikrofon. Stifte liegen da, weil ich da immer reinbeiße. So, das war's. Da bin ich, also ich bin's wirklich. Und jetzt legen wir gleich los mit der nächsten Vertonung für FIFA 14. Heute wird's nicht ganz so viel. Und natürlich mache ich wieder nur schlechte Sprüche. Achtung, Reisschwenk.